Ja, dann versuchen wir es mal. Überall Bilder von Milton. Hat er sich hier die Gänge gebaut? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Schon ein bisschen gruselig für ein Kind, oder? So ein Pappaufsteller hier. Hat sie Gitarre gespielt? Genauso die Maske. Das Zimmer sieht irgendwie nicht wirklich nach einem Kinderzimmer aus. Na gut. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ich kann sagen, für ein Kind, das so im Rampenlicht steht, gibt es auch keine richtige Kindheit wohl. Barbara. So sah sie dann später aus mit 16? Dreadful Stories. Happy Birthday. Er sieht noch seltsam unverschimmelt aus. Na, war das ihr Schwarm da? Strange Labyrinth, ein Film bei Lady Gregory. Barb Street. Na gut, mal gucken, was wir hier rausfinden. Comic. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Geniale Stimme. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better? I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Mm-hmm. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks. Uh-huh. I'll be back. Verstehe. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh weia. Lizenzierte Musik. Nein! She found Rick's crutch and imagined the worst.
Ja, so viele Horrorfilme gesehen. Na gut, wenn man sowas sieht, dann denkt man auch das Schlimmste. Leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Was? Das ist ja ekelhaft. Was ist das mit der Säge? Das ist echt cool gemacht, so im Comic integriert. Was? Okay. Das ist... Also war Sven auch der, der die ganzen Rätsel hier gebaut hat. Und uns jetzt aufgibt, mehr oder weniger. Oh dear! Ja, was hat er davon? Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Weiter geht's. Also es ist auch Halloween, sonst würde da kein Gerippe an der Tür stehen. Und kein Kürbis. Ich komm rauf, Walter. Ey, darauf kann man ausrutschen. Hier war Walter drin, ja. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Nicht jetzt im Ernst. I returned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Gott, wir müssen abhauen. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Ja, du meinst mit dem Schrei dann, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ging's hier weiter? Hier raus ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Obwohl, das war jetzt ziemlich dumm. Den direkt in die Arme zu laufen. Na, das ist doch bestimmt auch der Typ das ist doch bestimmt auch der Typ, der ihr die Stimme bloß wieder verleihen will. Das hat ihm noch nicht gereicht im Keller. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, shit. Oh, dear. Surprise her! For Barbara, it was a dream come true.
she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Hä? Verrückte Fans, oder was? I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, yeah. The police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Mm-hmm. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Das ist ja wie beim Parfüm. Haben sie die aufgefressen am Ende oder was? Weil sie sie so toll fanden. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ein Happy End. Boah. Da sind die Fans so wahnsinnig geworden, dass die die einfach so, ja, um die Ecke gebracht haben mit 16 Jahren. Ich hätte ja auch gedacht, das ist der Rick oder wie der war, hieß. Wie der hieß war. Weil er ja auch so komisch war. Unbedingt ihren Schrei wieder erwecken wollte. Ist das nicht so? Ich habe dann gelesen, auch Frauen können oder Mädchen kommen in einen Stimmbruch. Aber man hört es bei denen, glaube ich, nicht. I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja. Und da gehen wir jetzt auch hin zur Musikbox. Also ich wusste das noch nicht, dass das Mädchen auch können, in Stimmbruch kommen. Und wie gesagt, ich glaube, man kann das auch nicht hören. Oder ob das der Grund war, dass sie nicht mehr so hoch schreien konnte. Dabei haben wir die Musik ja schon gedreht und es ist nichts passiert. Machen wir es nochmal. Drehen. Da ist der Schlüssel. Und jetzt geht's in den gruseligen Keller. Ich mach das mal eben ein kleines bisschen heller. Das sieht man sonst auf YouTube wieder schlecht. Nicht zu hell, dann wirkt es wieder unnatürlich. Ja, lass mal's mal so. Die Werkstatt vom lieben Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Tetanusspritze. Als Kind glaubt man das. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Als Kind glaubt man das, dass man dann noch eine Spritze bekommt einfach als Strafe, obwohl sie eigentlich unsinnig ist. Maybe she was hiding presents. Tja, hat sie denn Geschenke versteckt? Hui. It turned out she was hiding a lot more than that. Das ist ja richtiger Bunker. Dunkel. Ist denn keine Lampe da? I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ja, stimmt, über Walter habe ich noch nicht viel gehört. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Weit wie möglich weg von allem. Ich muss wieder mal kurz nachgucken. Walter. Warum steht der eigentlich hier drüben?
Das ist quasi also auch noch ein Kind von... Nee, oder? Sam? Ich verstehe es nicht ganz. Walter müsste auch noch ein Kind gewesen sein. Das müsste jetzt nicht der Vater sein. Alvin Cyril. If there's a pattern in all these stories. Dann, dass sie alle schlecht enden. I think it's that none of us has gotten very far. Ah, oder so. Rasierschaum. Der hat sich ein Bild hingestellt, damit er das Gefühl hat, würde noch nach draußen auf dem See sehen. Hat sich aber sonst auch versteckt hier unten. Weil er sich wohl nicht mehr in die Außenwelt getraut hat, nach dem Vorfall mit den Fans. Walter. Was, der ist sogar recht alt geworden. Also, recht. Er sieht auf dem Bild sehr viel älter aus. 50, 53. Jetzt 2005. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Darf ich eine Dose aufmachen? Hat er sich echt die ganze Zeit versteckt hier unten? Aber hat länger überlegt. After a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Länger überlebt als viele andere. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Aber wer hat ihm die Vorräte gebracht? But if you wait long enough, you get used to anything. So. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Jahre vergangen sind. Seit er diese immer wieder die Pfirsiche ist. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just 30 Jahre wieder fast. Stopped. Gott. Na, das, die ist dann jetzt wohl schlecht, die Dose. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Krass. I have to leave. Lange genug ausgehalten. Könnt ihr euch vorstellen, so lange in so einem kleinen Raum immer wieder zu verbringen? Was macht man die ganze Zeit? Hat hier Postkarten gekriegt, wo andere überall gewesen sind? Auswahl an Gewürzen und hat aber sonst nur Dosen gegessen? Ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie man das aushält. Gut, er hat viele Bücher gehabt, aber... Um Gottes Willen. Ich muss jetzt gehen, solange ich noch kann. Körperlich? Und wer hat das eigentlich überhaupt, diese Gänge, diese unterirdischen Gänge? War das er? War das Sven? Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Hier waren seine ganzen Vorräte, okay. Maybe this is all a mistake.
But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Eh? Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Ich will wissen, wo der rausgekommen ist. Hier oben? Direkt angrenzend an den Tunnel? Endlich Licht. Richtige Luft. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Tja, ich glaube, wenn man so lange da unten rum verbringt, denkt man sich auch irgendwann, na scheiß drauf. Genau. I can already imagine the sun on my face. Ich hab's mir fast gedacht. Warum ausgerechnet ein Tunnel, wenn ein Zug durchfährt? Ach, Walter. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here.